gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ich schütze mich, weil Long-Covid in keiner Sprache etwas Gutes bedeutet. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. zusammengegencorona.de. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Dienstag, dem 13. Dezember. Und da starten wir auch gleich mit einer besonderen Filmpremiere. Angela Schuster zeigte in der Kulturfabrik in Hoyerswerda ihren neuen 30-minütigen Stummfilm. Dabei geht es um den Weihnachtsbrauch des sorbischen Christkindes. Mehr dazu und weitere Meldungen sehen Sie jetzt. Vergangenes Wochenende fand in der Kulturfabrik Hoyerswerda die Filmpremiere des sorbischen Kurzfilms Smi statt. Der digital gedrehte 30-minütige Stummfilm, der auf Sorbisch und mit sorbischen Folklore-Elementen verfilmt wurde, lief im Stil der 20er Jahre bereits auf nationalen und internationalen Festivals. Angela Schuster, Regisseurin des Streifens, erzählt den Weihnachtsbrauch des sorbischen Christkindes in der Region Hoyerswerda. Der Film spielt vor ca. 100 Jahren in einer Zeit traditioneller Bräuche aus typisch sorbischer Geschichte. Dabei nimmt sie die Tatsache, dass sorbische Kultur meist rückwärtsgewandt erzählt wird, spielerisch auf. Im Anschluss an die Vorführung stellte Carsten Held von der KUFA der Hoyerswerda Filmmacherin noch viele Fragen und auch das Publikum wollte einiges wissen. Zur großen Überraschung kam zum Schluss auch noch das echte, diesjährige Bescherkind direkt vom Teschenmarkt zu den Kinobesuchern. In ihrer traditionellen Tracht und in Begleitung ihrer beiden Helferinnen segnete sie die Gäste. Seit dem 2. Dezember und noch bis zum 18. des Monats können Besucher den schlesischen Christkindlmarkt in Görlitz bewundern. Groß und klein erwartet hier ein stimmungsvolles, weihnachtliches Ambiente inmitten der wunderschönen Altstadt. Dazu feierlich geschmückte und beleuchtete Häuser, vielfältige musikalische Beiträge, St. Niklas war ein Seemann, der liebte Wind und Meer. Und alle Jahr zur Weihnachtszeit fährt er Millionen Meilen weit vom Land der Sterne her. Sowie die bunten Stände mit einzigartigen, teilweise handgefertigten Handelswaren und traditionellen Spezialitäten. Dabei gibt es verschiedenste Anlaufpunkte, wie zum Beispiel Lesezelt, die Eislaufbahn, Eisenbahn- und Kinderkarussell sowie Bilderbuchkino und Puppentheater. Auf der großen Bühne gibt es über die gesamte Festzeit musikalische Darbietungen zu sehen. Projektleiter des Christkindlmarktes, Gerd Weise, erzählt uns hierzu mehr. Wir sind hier im Bethlehemshof, das ist eigentlich der Rathausinnenhof. Und er wird erstmalig von unserem christlichen Netzwerk bespielt. Und hier entsteht der Bethlehemshof. Hier wird die Weihnachtsgeschichte erzählt. Hier kann man sich mit der Krippe beschäftigen und mit den Themen, die rundum um Weihnachten stattfinden. Wir sind sehr froh, dass wir ein starkes christliches Netzwerk haben in der Stadt, denn es ist ja der Christkindlmarkt, das haben die Stadträte einst beschlossen, der schlesische Christkindlmarkt zu Görlitz. Und ja, an Jesus kommst du nicht vorbei, wenn es um Weihnachten geht. Und so freuen wir uns, dass wir ja wahrscheinlich einen starken Programmzuwachs haben in diesem Jahr hier bei uns und laden Sie natürlich alle herzlich ein. Unabhängig vom Bethlehemshof sind Sie auch herzlich eingeladen, an der Bühne die Botschaft zu erfahren. Hier wird das Christkind jeden Tag 16 Uhr erscheinen und Ihnen von der frohen Botschaft erzählen, vom Licht, was kommt. Ein Weihnachtsmarkt in Görlitz existiert bereits seit vielen Jahrhunderten. Jedoch lässt sich die Entstehung des Görlitzer Christkindlmarktes auf das Jahr 1910 zurückführen. Seitdem verzaubert er Jahr für Jahr seine Besucher.
Es geht jetzt weiter mit den neuesten Kurznachrichten aus der Lausitz. Radfahrer in Taubenheim-Dürhennersdorf können sich, sobald natürlich das Wetter wieder mitspielt, über den neuen weiteren Abschnitt des Radwegs entlang der Eisenbahnstrecke freuen. Das und mehr haben wir nun für Sie. Auf dem Radweg entlang der früheren Eisenbahnstrecke Taubenheim-Dürhennersdorf ist jetzt ein weiterer Abschnitt fertiggestellt worden. Seit kurzem heißt es nun im Beiersdorfer Ortsteil Schmiedental freie Fahrt für Pedalritter. Dafür war unter anderem die Sanierung zweier Brücken erforderlich, die im Oktober abgeschlossen wurde. Anstelle der zunächst geplanten sandgeschlemmten Schotterdecke entstand nunmehr eine asphaltierte Fahrbahn. Ursprünglich sollte der Abschnitt laut dem Beiersdorfer Bürgermeister Hagen Kettmann bereits 2,5 Monate früher fertig sein. Auf der 1892 in Betrieb genommenen Schmalspurbahnstrecke Taubenheim-Dürhennersdorf wurde der Zugverkehr bereits 1945 eingestellt. Am 18. Dezember lädt der Verein City-Initiative in Kamenz wieder ein zum Weihnachtsshopping. Ab 14 Uhr kann man dabei sein, sozusagen auf den letzten Drücker noch weihnachtliche Geschenke besorgen. Das eigentliche Highlight wird die fast schon zur Tradition gewordene Engelparade, welche um 17 Uhr am Schulplatz starten wird. Wer selbst an der Parade teilnehmen möchte, kann sich am Donnerstag ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Engelsflügel basteln oder anfertigen. Für das Amt Elsterwerda werden jetzt Schöffen gesucht. Die Suche steht im Zusammenhang mit der bundesweiten Ausschreibung für die Amtszeit 2024 bis 2028. Noch bis zum 28. Februar sucht das Amt Elsterland nunmehr Frauen und Männer, die am Amtsgericht Bad Liebenwerda bzw. am Landesgericht Cottbus in Strafsachen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung teilnehmen wollen. Die Gemeindevertreter der Orte Schilda, Tröbitz, Schönborn, Rückersdorf und Heideland obliegt es nun, Schöffenvorschlagslisten aufzustellen. Aus diesen Vorschlägen bestimmt der sogenannte Schöffenwahlausschuss die Haupt- und Ersatzschöffen. Weitere Informationen zur Schöffenwahl finden alle Interessierten auf der Homepage www.elsterland.de. In unserem Lausitzwelle Adventskalender öffnen wir heute das Türchen Nummer 13. Die Schüler der Grundschule Leutersdorf haben im Rahmen eines Ganztagsangebotes digitale Weihnachtskarten hergestellt. Wir haben uns den Prozess von der Idee bis zur fertig gestalteten Karte einmal angeschaut und von den Kindern ganz genau erklären lassen. Viel Spaß mit unserem heutigen Adventstürchen. Der Lausitzwelle Adventskalender. Freundlich unterstützt von der Konrad-Zuse-Akademie. Die erste Adresse für ein berufsbegleitendes Studium der Sozialpädagogik oder der sozialen Arbeit in Hoyerswerda oder Dresden. Verschiedene Sachen gemacht haben und auch sehr viel gelernt haben. Ich finde es toll, dass wir hier sind, weil jetzt wissen
finde es einfach toll, dass es gut ist. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Sie suchen eine tolle Wohnung und haben ein begrenztes Budget? Ein Wohnberechtigungsschein vom Bürgeramt ist die Lösung. Wir bieten eine 76 Quadratmeter große Dreiraumwohnung in der Hoyerswerda Neustadt. Küche mit Fenster, eine extra Abstellkammer und Balkon. Alle Informationen zum Wohnberechtigungsschein erhalten Sie auf der Internetseite des Bürgeramtes Hoyerswerda. Und weitere attraktive Wohnungsangebote finden Sie bei uns auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter ist da. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt. Willkommen zurück. Ich gebe jetzt ab zu meiner Kollegin Franziska Klemann. Sie hat im Landratsamt in Görlitz den hier neu gewählten Landrat Dr. Stefan Meyer getroffen und sich mit ihm über seine ersten 100 Tage im Amt unterhalten. Welche ersten Eindrücke er in seiner neuen Position bereits bekommen hat, und was seine nächsten Ziele für den Landkreis Görlitz sind, erfahren Sie jetzt im Interview. Hallo. Liebe Zuschauer, anlässlich 100 Tage im Amt treffen wir heute den neuen Landrat des Landkreises Görlitz, Dr. Stefan Meyer. Er ist seit dem 5. September im Amt. Hallo, danke schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag. Für alle, die Sie noch nicht kennen, können Sie noch mal kurz beschreiben, was Ihre Laufbahn war, bevor Sie jetzt Landrat wurden? Ja, ich bin 41 Jahre alt, bin in der Oberlausitz aufgewachsen, also ein Kind der Oberlausitz, habe hier auch mein Abitur gemacht und studiert und war eigentlich nie auf dem Weg, hauptamtlicher Politiker zu werden, aber es kommt manchmal anders im Leben. Also ich bin von Beruf her Diplom-Wirtschaftsingenieur, habe mich im Bereich der Energiewirtschaft bewegt, da auch meine Doktorarbeit geschrieben und dann aber parallel immer im Ehrenamt Politik gemacht und bin dann angesprochen worden, ob ich nicht für den Landtag kandidieren möchte. Und das habe ich auch getan, das erste Mal 2009 und bin dann dreimal direkt gewählt worden. Also war jetzt 13 Jahre im Sächsischen Landtag. Und als jetzt die Frage stand, wer die Nachfolge von Bernd Lange hier als Landrat antritt, habe ich lange überlegt, ob ich mich bewerbe und habe es dann getan und bin jetzt gewählt worden. Und jetzt freue ich mich auf die Herausforderungen, die vor uns liegen. Nach 100 Tagen, was haben Sie für einen ersten Eindruck jetzt hier vom Landratsamt Görlitz? Also ich habe ein sehr gut aufgestelltes Haus übernommen. Hier sind ganz viele kompetente, fleißige und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch ganz wichtig, weil die brauche ich. Ich bin ja nur einer von denen und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier gute Leute haben und das ist gegeben. Ich habe auch festgestellt, dass unser Landkreis schon recht weit im Bereich der Digitalisierung ist, weil uns das natürlich auch jetzt hilft mit Blick auf Fachkräfte, die auch im öffentlichen Bereich zunehmend fehlen, aber auch damit den Bürgern näher mit Dienstleistungen zu kommen, dass man auch Anträge von zu Hause stellen kann und damit einfach auch unabhängig von Öffnungszeiten zum Beispiel ist. Das ist schon recht gut aufgestellt. Ja, und ich habe selber aber auch ein paar neue Schwerpunkte, die ich jetzt auch in der Struktur des Landratsamtes mit eingebracht habe. Also ein paar Veränderungen in dem Organigramm hat es gegeben und ich hoffe, dass das gute Entscheidungen waren. Das wird die Zukunft zeigen, aber ich nehme auch wahr, dass sie hausintern überwiegend auch positiv wahrgenommen werden. Und was sind da jetzt so die nächsten Schritte, die Sie gehen wollen? Wo setzen Sie Ihren Fokus?
Ja, wir haben eigentlich auch nicht viel Zeit, da lange zu warten. Beispielsweise im Bereich der Gesundheitszentren unserer Kliniken stehen Veränderungen an, um unsere drei Klinikstandorte in Weißwasser, in Ebersbach und in Zittau auch zu erhalten. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die Menschen, dass die medizinische Versorgung stimmig ist. Wir haben im Bereich ÖPNV jetzt durch die Fahrplanumstellung, wo es darum geht, den Schülerverkehr mit dem Jedermannverkehr zu vertakten im Nordkreis, auch jetzt eine große Herausforderung, das auch gut kommunikativ zu begleiten. Wird über 1 Million mehr Fahrplankilometer geben. Das ist erstmal ein positives Signal, aber es bedeutet natürlich auch Umstellungen. Und das sind so operativ große Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir zu tun haben, bis hin zum Thema Kultur, wo unser Theater ja durch diesen massiven Wasserschaden jetzt längere Zeit auch andere Spielstätten braucht, aber auch unabhängig davon schon einen großen Investitionsbedarf hat. Und das müssen wir jetzt schneller als gedacht anschieben, dass wir hier auch unsere Kultur erhalten. Was sind die Herausforderungen in einem ländlichen Landkreis wie dem Landkreis Görlitz mit der älter werdenden Bevölkerung? Sie sprachen an, dass die Digitalisierung gut vorangegangen ist. Ältere Leute haben ja dann aber auch Probleme. Gibt es da erste Ideen, Maßnahmen, wie man die ältere Bevölkerung auch mitnehmen kann in diesem Prozess? Also ältere Menschen, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, sind auch durchaus offen für Digitalisierung. Aber es ist in der Tat halt so, dass nicht alle dort Zugang haben, und das muss man immer mit berücksichtigen, dass eben halt jeder auch an die Ämter herankommen muss. Deswegen werden wir das System der Bürgerbüros auch ausbauen, damit man einfach an Orten, wo das Landratsamt auch keinen Standort hat oder nicht mehr hat, Leistungen des Landkreises anbieten kann. Wir haben beispielsweise in Weißwasser jetzt ein neues Bürgerbüro direkt im Rathaus eröffnet, wo man hingehen kann mit sämtlichen Anliegen und die dort auch geklärt werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Und darüber hinaus merkt man halt, durch die älter werdende Bevölkerung ist es eben auch so, dass medizinische Leistungen mehr nachgefragt werden und gleichzeitig dort aber auch die Herausforderung besteht, Fachpersonal zu gewinnen, weil auch in der Medizin geht der Fortschritt voran, und dann muss ich halt auch an kleineren Standorten gute Leute vorhalten, und das ist zunehmend eine große Herausforderung. Und auch an der Stelle bei der Demografie sehen wir halt bei einem dünn besiedelten Raum, und das ist im Norden oftmals so, wo die Orte weiter weg von größeren Orten liegen oder auch sehr dezentral liegen, dass es dort eben wichtig ist, im Bereich ÖPNV möglichst mehr Linien und eine bessere Taktung hinzubekommen, damit auch ältere Menschen Einkäufe erledigen können, zum Arzt können oder halt auch am Wochenende oder in den Ferienzeiten mal Kultur genießen können. Und das ist also ein großes Thema, die Mobilität. Stichwort Euroregion Neiße. Wie ist Ihre zukünftige Zusammenarbeit mit den Nachbarländern? Ich bin ja jetzt auch Präsident der Euroregion Neiße, was ich auch gerne angetreten habe, dieses Amt, weil ich schon als Abgeordneter sehr für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geworben habe. Ich selber spreche auch Polnisch, also habe dort auch Bindungen in unsere Nachbarländer, und ich sehe es halt so, wir sind in einer Dreiländerregion. Wir haben dort natürlich Grenzen, und das ist auch gut so, aber wir haben ganz einfach Aufgaben, wo man eben nicht auf Grenzen schauen kann, beispielsweise im Katastrophenschutz, wenn ein Hochwasser oder ein Waldbrand oder eine andere Katastrophe eintritt, dann spielen Landesgrenzen keine Rolle, dann muss es funktionieren. Also auch an der Stelle ist es wichtig, sich zu kennen, auch die entsprechenden Einsatzkräfte miteinander im Vorfeld schon zusammenzubringen. Und wir haben aber eine ganze Reihe von Projekten, die einfach auch uns als Wirtschaftsregion zusammenwachsen lassen. Ob das jetzt im Bereich Verkehrsinfrastruktur ist, die europäischen Verkehrskorridore, wo wir es schaffen müssen, als Region noch besser an die großen Städte angebunden zu sein, ob jetzt die Verbindung Prag-Berlin oder eben halt auch von Dresden über Breslau in Richtung Osten in Polen, da sind wir beieinander. Das ist also ein Thema, wo wir wirklich nur grenzüberschreitend mit unseren nationalen Regierungen ins Boot kommen. Und als letzte Frage, wie verbringt denn ein Landrat die Adventszeit? Ja, es gibt natürlich nicht nur die Arbeit, und das ist, glaube ich, auch wichtig für uns alle, dass wir auch einen Ausgleich finden. Ich bin ein sehr familiärer Mensch und genieße dann natürlich auch die Zeit mit meiner Familie, mit unseren Kindern. Und
denke, dass ich dann auch in der Adventszeit mal den einen oder anderen Weihnachtsmarkt besuchen kann und dann einfach auch ein Stück weit Zeit auch zur Reflexion nutze. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Es wird uns auch noch vieles beschäftigen im nächsten Jahr, die Folgen dieses unsäglichen Krieges, jetzt auch im Energiebereich, aber auch natürlich das, was Corona hinterlassen hat, eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft, das bewegt mich und dort haben wir noch viel zu tun, um diese Hürden zu überwinden und wieder stärker zusammenzuwachsen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Wir schauen nun zu den aktuellen Meldungen der Polizei. In Bautzen ist gestern eingebrochen worden. In einem Baumarkt hatten sich noch unbekannte Täter Zugang verschafft und zahlreiche Geräte entwendet. Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag Zugang zu einem Baumarkt an der Niederkainaer Straße in Bautzen verschafft. Im Inneren des Marktes durchwühlten die Täter das Inventar und entwendeten diverse Geräte. Der eingesetzte Streifendienst sicherte Spuren am Tatort. Der Stehlschaden wird auf ca. 1.600 Euro angegeben. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Am Sonntagmittag haben Beamte des örtlichen Reviers trotz Widerstandes einen Haftbefehl an der Richard-Wagner-Straße in Hoyerswerda realisiert. Ein 71-Jähriger konnte die offene Geldstrafe nicht leisten. In der Folge nahmen ihn die Ordnungshüter fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Wir richten unseren Blick jetzt auf die Wetterkarte der kommenden Tage und wir haben auch wieder Veranstaltungstipps für Sie. Wo und was also los ist und wie lange uns der Schnee noch bleibt, erfahren Sie jetzt. In Ebersbach-Neugersdorf im Pavillon der Spreequelle findet am kommenden Donnerstag die Dinnershow Schneekönigin statt. Ab 18 Uhr geht es um ein kleines Mädchen, die ihren von der Schneekönigin entführten Spielgefährten sucht. Dazu genießt man ein Drei-Gänge-Menü in gemütlicher Ambiente. Um Voranmeldung wird gebeten. Am 4. Adventssonntag lädt das Bergschlösschen in Spremberg ab 15 Uhr alle Freunde der Blasmusik zum letzten Tanzcafé des Jahres 2022 ein. Nach Live-Musik mit dem Welzower Blasmusikanten kann hier ganz ungezwungen getanzt, geschunkelt und Abwechslung in den Alltag gebracht werden. Der Einlass ist ab 14 Uhr und der Eintritt liegt bei 10 Euro. Voranmeldungen sind erwünscht. Wann können wir wieder einmal gemeinsam so richtig jauchzen und frohlocken? So wie es der wohl größte Thomaskantor mit festlichen Trompetenklängen für alle Zeiten in Töne gesetzt hat. Am kommenden Freitag ist das möglich. Das Motto zum 44. Weihnachtskonzert lautet: Das schreibt dir in dein Herze. Schreiben Sie sich das in Ihren Terminkalender und seien Sie um 19 Uhr im Stadttheater Kamenz mit dabei. Karten gibt es ab 18,50 Euro. Karin Mohr nimmt Sie mit auf eine Reise zu dem pazifischen Inselparadies Hawaii. Im Tierparkgespräch durch den Görlitzer Zoo erzählt sie Anekdoten aus ihrer Studienzeit, gibt Einblicke in die wechselvolle Geschichte sowie die einzigartige Verschmelzung verschiedener Kulturen und zeigt dabei Bilder, die bei dem Fernweh Feuer geben. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es fällt lediglich der reguläre Tierpark-Eintritt an. Treffpunkt ist 15 Uhr an der Zooschule. Um eine Anmeldung über die VHS Görlitz wird gebeten. Eine kalte Nacht wich einem noch kälteren Dienstag. Zwar konnte in kleinen Teilen der Lausitz gegen Mittag die Sonne einen Weg durch die Wolkendecke hindurchkämpfen, jedoch blieb sie nicht sehr lange draußen. Alle, die heute während der Sonnenzeit draußen waren, können sich glücklich schätzen, denn in den nächsten Tagen wird die helle Scheibe gar nicht bis kaum zu sehen sein. Morgen starten dann die eisigen Werte. Als wären Temperaturen zwischen minus 3 und minus 13 Grad noch nicht kalt genug, kann uns im Flachland in den Vormittagsstunden ein unangenehmer Wind aus Südost heftig um die Ohren wehen. In der Region um Weißwasser wird zwar kein weiterer Niederschlag erwartet, doch die grauen Wolken verbreiten ohnehin bei den meisten eine trübe Stimmung. Rund um dem Tschornepo kann es morgen Nachmittag nochmal ein bisschen schneien.
Doch auch der Niederschlag wird nicht lange anhalten. So hängen die Wolken ereignislos und dunkel über dem Lausitzer Bergland. Minus 11 Grad werden hier erwartet. Donnerstag wird dann voraussichtlich der kälteste Tag der Woche. Bei maximal minus 4 Grad zeigt das Wetterrad nichts als Bewölkung an. Keine Veränderung bis in die Nacht. Auch das Ende der Arbeitswoche sieht durchgängig grau aus. Die Temperaturen steigen leicht wieder an. Der Tiefstwert ist nur noch bei minus 7 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz. Auf unserer Homepage lausitzwelle.de finden Sie alle Nachrichten auch noch einmal zum Nachlesen. Auf unseren Social-Media-Kanälen auf YouTube oder Facebook können Sie uns ebenso sehen. Abonnieren Sie einfach den Kanal und bleiben Sie aktuell informiert. Jeden Dienstag schauen wir zum Ende unserer Sendung ins Lausitzwelle Kulturfenster. Auf dem Weihnachtsmarkt in Bröten ist er mittlerweile Tradition, der Auftritt des Sunshine-Orchesters der Musikschule Fröhlich. Live und jetzt für Sie spielen Sie die Titelmelodie des, sagen wir mal, bekanntesten Weihnachtsfilms. Viel Spaß! Ich verabschiede mich jetzt schon einmal und sage bis morgen zur Drehscheibe Lausitz, wie gewohnt um 18 Uhr, hier bei Ihrem Lausitzwelle Fernsehen. Bis morgen, auf Wiedersehen! Das Lausitzwelle Kulturfenster.
immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.